Hallo, ich mache heute wieder einen Smoothie und den mache ich heute für zwei. Deswegen habe ich von allem zwei Stück, also zwei Bananen, zwei Blutorangen, zwei Kiwis und ja, zwei Zitronenscheiben oder Limettenscheiben kann man auch nehmen. Und das werde ich jetzt quasi alles da reingeben. Dazu natürlich einfach Banane ganz normal schälen. Und so ein bisschen zerkleinern kann man sie schon. Die Kiwis kann ich einfach in der Mitte durchschneiden mit einem Löffel einfach so auslöffeln. Dann die Blutorangen einfach vorher mal schön durchrollen. Dann geht dann mehr Saft raus. Einmal in der Mitte durchschneiden. Ist innen schön rot. Und die sind auch besonders saftig, muss ich sagen. Im Gegensatz zu den großen kommt, da finde ich immer viel mehr Saft raus. Dann einfach schön pressen. So, es kommt da auch an. Und dann natürlich ein Schuss Zitrone- oder Limettensaft. Das ist mal ein bisschen für die Säure. Weil jetzt Banane ist jetzt ja nicht so sauer. Und das mache ich jetzt quasi einfach auch noch mit allen anderen Zutaten. Also dem restlichen Obst einfach. Und das Ganze püriere ich dann schnell und dann zeige ich euch, wie es gleich fertig aussieht. So, das ist jetzt circa so viel geworden. Das sind, ich kann es euch gleich nachschauen, circa 400 Milliliter. Ich habe jetzt tatsächlich doch nur eine Banane gebraucht, weil die andere so groß war. Also da müsst ihr ein bisschen schauen, dass es dann nicht zu dickflüssig wird. Also vielleicht auch nur eine Banane verwenden. So, jetzt weiß ich das. Ich habe jetzt zwei so alte Gläser, also Schraubverschlussgläser. In denen sieht das, finde ich, immer ganz hübsch aus. Versuche ich das jetzt mal so halbwegs gleichmäßig aufzuteilen. Entweder eine große Portion oder zwei kleine Portionen sind das jetzt. Aber ich finde, dadurch, dass der ja so süß ist, braucht man da jetzt nicht unbedingt so viel. So, noch zwei Strohhalme rein. Und so sieht es jetzt aus. Ist jetzt so hellrosa. Ich weiß nicht, das sieht man in dem Licht jetzt nicht so gut. Aber es ist voll lecker. Schön süß und vor allem es gibt für den Sport voll viel Energie, weil da natürlich Banane drin ist. Was man aber aufpassen sollte, nicht zu viel davon trinken, weil natürlich ist da auch ziemlich viel Fruchtzucker drin und das und viel Energie gerade von den Bananen und so. Also zu viel Smoothies sollten es natürlich auch nicht sein.